Nee. Also so Milch gerne rasen. Gommel-Style. Hey ho Minecraft, Freunde und Freunde der Sonne, wir sind hier wieder bei dem Megaprojekt und machen hier weiter. Ich habe jetzt endlich das Umfragenergebnis erhalten von gomhd.de, wie denn der Boden und... Oh, hier ist ja noch Wolle. Wie denn der Boden hier werden soll, Moment mal eben, ich muss den Block markieren und stattdessen mache ich das hier hin. So, es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst dachte ich, es wird Holz. Dann dachte ich, es wird Wolle. Dann dachte ich, es wird Marble. Und was wurde es am Ende? Was wurde es am Ende? Es wurde am Ende. Dum-dum-dum, Marble! Marble hat ganz knapp gewonnen. Wir haben es ja hier gerade schon eingerichtet. Ich finde Marble auch persönlich, jetzt kommt meine eigene Meinung, schöner. Und ich finde das Ergebnis daher sehr gut. Und warte mal, wenn ich hier FOV hochstelle. Alter! Dann kommt das auf jeden Fall einem lagfreier vor. Ich mach das mal. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es euch großartig stört gerade oder nicht beim Zuschauen. Wenn doch, dann gebt Bescheid. Dann werde ich das wieder umändern. Aber ich finde irgendwie, man hat hierdurch ein lagfreieres Spiel. Obwohl, ich kann mich auch täuschen. Jetzt geht das nämlich gerade hier schon wieder los. So, schnell mal nach hier oben. Und ich mache weiter mit dem Keller und brauche dafür natürlich noch mehr Steine. So, hier habe ich Stein. Noch mehr Steine. Und daraus mache ich dann direkt hier diese Steinziegel. Bam. So, mehr kann ich nicht machen. Sehr schön. Einmal hier die Steine markieren, zack. Und dann werden wir einfach mal den Keller hier ein wenig weiter aus umrüsten. Gut. Nee, wartet mal. Wir machen das mal anders, glaube ich. Weil der Keller an sich ist ja hier noch eigentlich relativ hässlich, weil es nur so ein schmaler Gang ist. Kleine Planänderung würde ich deswegen mal vorschlagen. Wir werden einfach gleich uns ein Vent of Excavation machen und hier den Keller mal richtig stark vergrößern. Komme ich dahinter? Komme ich dahinter? Ja, ich komme dahinter. Komme ich hier hinter? Ja, komme ich. Hier noch irgendwo? Komm, komm, komm. Jawohl. Auch da und da und komm, komm, komm. Hier auch noch. Jawohl, geschafft. So, das bedeutet aber automatisch schon mal, dass die Wand hier eigentlich bleibt. Und die Decke bleibt hier so von der Höhe? Nee, oder? Die muss auch drei. Erstmal machen wir den Vent of Excavation mal ganz flott. Der kostet ja auch nicht viel. Gehen wir mal hier in die Truhe, holen uns den hier. Ihr merkt schon, das Haus macht große Fortschritte. Also mir macht das auch verdammt viel Spaß, hier am Haus gerade rumzubauen, weil es einfach so gechillt ist. So, okay. Earthshards, hier habe ich die drei Stück. Zack. So, Metallum, okay, zweimal Eisen benötige ich. Alter, habe ich das denn noch? Hanna, habe ich das denn noch? Anscheinend. Und eine Schaufel. Ist ja gar kein Problem. Die Preise werden ja immer billiger hier, es ist ja unglaublich. Es ist ja wirklich ein Spottpreis. Das wird einem ja hinterhergeworfen hier, der Vent of Excavation. Das ist ja unglaublich, wirklich. Da machen wir doch, würde ich vorschlagen, einfach noch einen. Haben wir noch irgendwo hier einen Zauberstab rumliegen? Ich meine, ich habe nochmal hier irgendwo einen mit reingepackt. Aber wenn ich den jetzt nicht finde, ist er auch nur halb so wild. Den werde ich schon mal irgendwann wiederfinden, wenn ich denn überhaupt noch einen über habe. Ja, hier war er doch gerade irgendwo. Ich habe ihn doch gerade im Augenwinkel gesehen. Wo war er denn hier? Ah ne, habe ich mich wohl getäuscht, irgendwie mit dem Glowstone, keine Ahnung. Nee, ist auch egal, erstmal die Schaufel, ups, hier rein und Eisen da rein, zack, da ist das Ding. Und wenn ich noch einen brauche, kann ich ja hier oben wieder hingehen. So, ab in den Keller. Jetzt wird umgerüstet. Nix bleibt mehr so, wie es mal war. Obwohl hierfür wirklich, glaube ich, der Mining Laser auch sehr gut wäre. Na gut, haben wir jetzt nicht. Muss ich mit leben, ist ja auch eigentlich egal. Und viele haben auch geschrieben, Gomme, bau doch einfach eine Quarry unter dein Haus. Da sage ich immer, nee, eine Quarry unter das Haus lieber nicht, weil ich finde irgendwie, das sieht auf der einen Seite recht hässlich aus, wenn man dann da einfach nur so einen blöden Graben strikt nach unten hat. Zweitens kann man da viel weniger irgendwie machen, da muss man ja jeden Block da, wo man lang gehen möchte, später einzeln wieder hinsetzen, sprich die Etagen selber da einrichten.
Und ich finde, dann hat man einfach viel zu viel Platz unterm Haus, den man gar nicht mehr braucht. Und das ist dann einfach unnötig. Na klar ist die Quarry da sicher an, aber wenn dann einmal nach einer Woche alles durchgerattert ist, ja, habe ich unterm Haus einen dicken Graben und kann das auch nicht mehr rückgängig machen, ne? Und das ist natürlich recht kacker. So. Deswegen mache ich hier einfach mal einen schönen Keller draus. Einen schönen weitläufigen würde ich vorschlagen. Damit kann, denke ich, auch jeder leben. Tja. Da bin ich mal gespannt, wie lange ich hier noch dran sitzen werde hier gerade. Ich habe auch keine genauen Vorgaben irgendwie, wie weit ich den da reinmachen werde, diesen Tunnel. Also diese Verbreiterung. So, Moment. Zack, ich muss mal wieder den Kobbel einsammeln. So, Kobbel habe ich wieder genug. Bringe ich mal eben. Wow, warte. Ganz schnell nach oben. Hier in den Ofen. Wo habe ich ihn? Nicht in den Ofen, doch in den Ofen. Da und da. In den Keller. Komm. Schnell in die Truhen. Einen neuen Stack Tin holen, neuen Stack Eisen. Ach komm, erstmal nur ein Stack Tin. Und den auch nochmal eben flott in den Macerator packen. Schnell hin. So, das nehme ich da mal raus. Das kommt da mal rein. Und einen Schalter baue ich auf Wunsch von euch auch nochmal hier schnell ran. So. Ich glaube aber, der schluckt dann richtig viel Energie. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der Induction Furnace bekommt gleich keine Energie mehr. Ach geil, Mann. Der ist ja hier schon fertig mit den Steinen. Ach, ist das geil. Ist das geil. Ich brauche mehr Koppel. Das gibt's doch gar nicht. So viel Koppel habe ich ja niemals sonst im Überfluss. Okay, Steinziegel habe ich noch genug auf jeden Fall. Die brauche ich auch für die Decke. Und sonst habe ich gerade weniger. Ah, hier habe ich noch Stein. Ach, ist das geil. Ist das geil. Wartet mal, ich kann dann das Gold hier schnell reinpacken. So, komm. Und guck hier, der braucht wieder Hitze, weil der Macerator gerade wieder alles durchzieht. Warte mal, wenn ich das mache, dann bekommt er immer noch nicht mehr Energie. Ach, das lädt sich wahrscheinlich. Das wird weniger, oder? Schnell den Schalter abbauen, das geht ja auch ohne. Jetzt kommt die Energie wieder und hier auch. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Das Teil trollt mich hier, der Ofen. So, komm schon. Gold durchziehen. Pam, pam. Oh yeah, das gibt viele Ziegelsteine. Sehr viele. Oh yeah, 4 Stacks. Sehr geil. Das reicht, glaube ich, aber immer noch nicht. Und ich kann das mal eben schnell hier reinpacken. Das merke ich mir einfach mal. Das brauche ich ja eh für den Keller, deswegen merke ich mir einfach, das kommt da unten hin. Und wir haben hier immer noch so viel Koppel. Ach, ist das ein. Das ist ja wirklich ein Traum hier. So, wir machen den Keller, glaube ich, nicht bis nach da hinten. Da habe ich damals etwas übertrieben mit den Truhen. Aber wir werden hier schon noch, sag ich mal, ein gutes Stück in die Länge gehen. Aber schauen wir selber mal. Ich lasse mich da einfach überraschen. Wie immer so ein bisschen. Ich lasse mich da überraschen. Und warum kommt momentan eigentlich manchmal nur kein Cube World? Oder warum kommt Megaprojekt etwas unregelmäßig, nicht immer so gegen 15 Uhr oder so? Kann ich euch gerne sagen. Ich war ja vor ein paar Tage weg. Hab dafür produziert und. Bin jetzt wiedergekommen und bin natürlich in Hochtouren am neuen Server dran, damit der Server wieder schnell online geht für euch. Und das kostet einfach verdammt viel Energie. Und ich meine, Survival Games und so habe ich ja immer bei mir auf dem Server gespielt und es fällt ja auch automatisch weg. Trotzdem aber wollte ich einfach nur sagen, dass die Zeit momentan in den Server geht. Und ich sag euch jetzt schon, Leute, der Server, der wird einfach nur rocken. Das wird rocken. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich endlich wieder das Signal geben kann und ihn eröffnen kann. Neue Plugins, neue Lobby, ein top motiviertes Team. Oh, oh, kommt hier gleich Wasser durch? Nee, anscheinend nicht. Was haben wir noch neu? Wir werden auch, wir haben viele, nicht nur einen neuen Modus, sondern viele neue Modi. Und was haben wir noch Tolles? Wir haben einen neuen Server auf jeden Fall, der stabiler laufen wird. Vielleicht müssen wir am Anfang noch hier und da ein paar Sachen konfigurieren. Das heißt, wenn ihr irgendwie seht, dass das am Anfang noch nicht ganz flutscht, keine Ahnung, dann denkt einfach an meine Worte. Es ist noch die Beta-Phase.
Da ändert sich noch sehr viel. Wir wollen die Top-Performance euch bieten. Wir wollen, dass ihr geilen Spielspaß habt. Und ich freue mich verdammt nochmal drauf, wenn ich mit euch bald wieder dann spielen kann. Das wird wieder der Hammer, wenn ich euch da begrüßen darf. Und es regnet draußen. Es regnet draußen! So, schnell mal hier rein. Es wird eh Nacht, da lege ich mich schnell mal schlafen. Oh. Und unter meinem Bett sind noch Steine. Schnell umtauschen. Moment mal. Ach, ich habe gar keine Steine gerade im Inventar. Ach so, okay, dann lieber so schlafen. Ich bin in meinem Gehirn gefangen. Ich bin in meinem Kopf. Und ihr wart auch eben noch drin. Und was habt ihr so mitgenommen? Ihr habt jetzt mal gesehen, was ich für eine Hohlbirne bin. Mann. Wie langsam Kohle abgebaut wird. Ich meine, Obsidian baut man schon hier mit extrem schnell ab mit diesem Zauberstab, ne? Aber Kohle wird verdammt langsam abgebaut. Das ist voll krass eigentlich. So, und hier ist meine Quarry-Stelle, sage ich mal so. Und ich glaube, das wird hier ganz nett unten. Das wird richtig geil hier. Mein kleiner Keller. Leider habe ich auch gerade keine bessere Methode, hier die Steine wegzumachen. Man könnte dann natürlich eine Turtle dafür nehmen, aber dass die genau das hier macht, was ich auch möchte, ich weiß nicht. Eher nicht. Ich könnte einen Mining Laser herstellen, aber bis ich den habe, das dauert auch eine Weile. Und in der Zeit habe ich das hier eh schon fertig geschafft, also per Hand. Und so ein Mining Laser ist ja auch nicht gerade billig, sage ich mal so. Und was war sonst noch? Was war sonst noch, Leute? Was gibt's sonst noch? Gibt's da überhaupt noch irgendwas? Bestimmt. Ach doch, ich könnte auch mit der Magie so ein Arcane Worktable also bauen, diesen Bohrer. Und damit könnte ich dann rein theoretisch, glaube ich, auch hier solche Löcher reinschießen. Aber da kommt nicht das Wahre bei rum, sage ich euch jetzt schon mal. Also das ist nur gut, wenn man mal Rohstoffe farmen möchte. So, und ich mache hier tapfer weiter. Ich habe irgendwie Angst, dass hier jemand durchkommen könnte. So, erstmal da dicht gemacht. Steine mitnehmen. So, schnell Steine wieder nach oben bringen. In den Ofen. Obwohl es auch erstmal reichen sollte. Steine noch einmal rein, dann haben wir wirklich genug. Also wenn ihr euch das mal anschaut hier, wie viele Steine wir jetzt haben, das ist doch echt unglaublich. Also wie viele dieser Ziegelsteine. Das sollte reichen für den Keller, wird aber trotzdem irgendwie knapp. Also ich glaube, es wird eine knappe Sache da mit den Steinen. Ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr, als in der Truhe gerade drin liegt. Aber schauen wir mal. So, hier alles abreißen. Das Abreißkommando kommt. Ich möchte einen relativ quadratischen Keller oder so einen oder rechteckförmigen, aber nicht so einen schmalen, wie er vorher war. Also ich möchte schon Platz hier unten haben. Hier kommt dann, würde ich vorschlagen, auch der Zaubertisch hin. Genauso, nee, der Zaubertisch, der kommt oben auf jeden Fall hin. Dafür machen wir da vielleicht einen Raum. Weil ich meine, Zauberei kommt oben hin. Ihr wisst doch eh, wie es läuft. Aber solche Sachen wie Portal, das kommt hier auf jeden Fall in den Keller. Und schauen wir doch mal in der Zukunft, wie es weitergeht hier. So, ich würde vorschlagen, ich hole mir mal hier so einen Stack Eisen. So, und werde den einfach mal oben schnell in den Macerator tun. Schnell hin. Das hier rausholen. Eisen rein. Gut, das rausholen. Das rein. Das rausholen, das rein. Und wir in den Keller. Wow. So, nun geht es wieder ans Umwandeln der Steine. Zack. Zwei Stacks rein da. Und weiter geht's. Oh, da kommt eine Mücke. Da kommt eine Mücke. Was mache ich mit der? Lineal. Bam, mit dem Lineal weggehauen. So macht man das. Und sie lebt noch. Scheiße, sie ist auf dem Bildschirm. Die Mücke. Ey. Na, Mücke, wo bist du? Oh, jetzt ist sie hinter dem Bildschirm. Na, ey, ist sie gerade unter dem Schreibtisch? Nein, da ist sie wieder. Da ist sie wieder.
Jetzt ist sie wieder hinterm Bildschirm. Sie trollt mich. Alter Leute, die Mücke hier. Das gibt's doch nicht. Wollen wir ihr einen Namen geben? Nee, ich glaube, das lohnt nicht mehr bei der. Lieber nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wenn man gerade mal irgendwie denkt, man hat irgendwie eine Spinne oder man sieht irgendwie eine Spinne in der Umgebung und hat irgendwie eine Angst vor Spinnen, so nach dem Motto, dann krabbelt und dann kribbelt das und krabbelt das immer so ein bisschen auf den Arm und überall, obwohl da ja gar nichts ist. Das kennen bestimmt einige von euch. Dieses Gefühl, dass man denkt, da... Oh, Durchbruch, röhrig! Okay, der Sand hat das Loch wieder gestopft. Das Gefühl, dass man denkt, okay, da ist vielleicht doch wirklich eine Spinne auf dem Arm und da guckt man hin, doch keine Spinne. Ist nur pure Einbildung, weil man halt in der Umgebung eine Spinne sitzen hat. Dann achtet man halt besonders drauf, auf die, ja, was man halt so fühlt am Arm. Was auch immer, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. So, alles mal hier abreißen. So, das nimmt doch langsam, oh, jetzt krabbelt das am Eier. Hier war schon so ein leichtes Kribbeln gerade am Bein. Ich werde schon nervös, obwohl ich nicht wirklich eine Angst vor Mücken habe. Aber die nerven natürlich, die Viecher. So ein Stich von einer Mücke, der nervt einfach nur. Darauf habe ich keinen Bock. So. Und hier unten müssen wir natürlich ausleuchten. Ist hier ein Loch? Nein, da war kein Loch. Ich dachte schon. So, der Keller dürfte vom Platz der Nähe noch ein bisschen mehr. Ein wenig mehr wünsche ich mir da. Was haben wir denn hier für eine... Ach, hier ist der Gang. Ach, ist das geil. Ach, lol. Okay. So, passt auf. Hier schnell weitermachen. Immer hier durch. Oh nein. Durchbruch. Röhrig. So. Und weiter hier durcharbeiten. Langsam nimmt das Ganze Form an. Wir sind hier aber gar nicht mal weit unter der Erde, wie man gerade eben gesehen hat. Wir sind hier noch auf der Höhe von dem Fluss, was ich nicht gerade toll finde. Sondern deswegen mache ich auch hier erstmal fürs Erste eine Kante rein. Wir wollen genau, Moment, das mache ich noch weg. Oh, 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 Durchbruch. Verdammt, 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 verdammt. So, ha, geil, hier kann man rausschauen. Unser kleiner Unterwasserbunker. Ist hier jemand? Nein, okay. Ist das geil. So, passt auf, wir machen das nämlich auf der Höhe hier. Die Erdblöcke müssen mal weg. Und hier machen wir mal die Begrenzung rein. Weiter machen wir erstmal nicht. Das heißt, alle Steine, die hier noch auf der linken Seite von mir sind, die werden wir jetzt noch schnell wegreißen. Und dann geht es daran, ans Eingemachte, dass wir ja gleich erstmal die ganzen Steine hier umändern in Marble. Damit wir hier so ein kleines Versuchslabor haben. So, gleich sind wir hier auch schon am Ende. Also nicht am Ende der Folge, aber am Ende hier von dem Tunnel. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und, jawohl, sehr schön. So, dann hier auch nochmal alles machen. Bam, 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 abreißen. So, es kann auch ein kleines Stückchen dauern. Aber dann haben wir das auch auf jeden Fall schon mal. Und dann haben wir eine schön großzügige Vergrößerung vom Keller geschafft. Schafft man ja auch nicht alle Tage. Und heute hatte ich sogar mal richtig Bock hier drauf. Oh, die Mücke. Die Mücke geht schon wieder rum hier. Oh, 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 oh. Die Mücke. Schreibt einen Namen für die Mücke in die Kommentare. Wenn ihr Bock drauf habt. So, schnell hier weitermachen. Die Mücke macht mich nervös. So, komm, hier alles. Wofür brauche ich eigentlich diesen Amber? Ich habe noch kein Rezept gesehen, wofür ich diesen Amberstein hier brauche, diesen orangenen. Ich habe davon früher immer mal hier und da was mitgenommen aus den Höhlen, aber wofür man den braucht? Keine Ahnung. Und ich glaube, wir holen das Portal doch nicht hier rauf. Denn ihr habt ja gerade vielleicht auch das Portal gehört. Das steht da unten und nicht ohne Grund. Einfach nur, damit man das nicht hört. Denn wenn ich oben bin, dann möchte ich nicht dauernd so ein Portal auf dem Ohr haben. Das nervt ja auch so ein wenig. Und nervt.
Hier machen wir mal so eine Erhöhung rein, damit wir wissen, da geht's runter in Richtung Portal. Und ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir mal eben schnell nach oben gehen. Copper habe ich ja noch dabei für den Macerator. Schnell hier ran. Das da rausholen. So. Oh, ich habe es in den falschen Eingang gelegt. Ach, ich bin auch der Fehler hier. Okay. Dann lege ich mal Tin hier rein. Och, das geht da gar nicht mehr. Dann halt hier rein. Auch nicht mehr. Was? Hier noch irgendwo. Da noch. Jawohl. Oh, ich brauche Nahrung. Ich verhunger. Ich brauche Nahrung. Hier war doch überall Nahrung. Gib mir Nahrung. Schnell, ich brauche Nahrung. Dankeschön. Ah. Oh, das hat mal wieder gut geschmeckt. Ein wahrer Traum. Ein richtiger Traum war das ja gerade hier. Geil. Und ich meinte vorhin, ich hab vorhin gesagt, Marble kommt unten rein, ne? Natürlich hier dieser Stein, der ist viel schöner. Gut, dann nehme ich mal den mal ins Inventar. Ganz flott. Und würde mal meinen, ich fange dann hiermit mal an. So, zack, das kommt da rein. Bam. Und los geht's. Die Show kann beginnen. Das ist ja hier wie Rasenmähen, wenn man es mal genau sieht, oder? Was meint ihr? Das ist wie Rasenmähen, eindeutig hier. Man geht hier lang, eine Route nach der anderen. Und wird immer mehr den Rasen mähen. Ihr wisst schon, was ich meine. Man kommt immer dem Ziel näher und näher. Oh, 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 die Hose ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet dafür. Einfach nur hier durchgehen. Das geht auch noch ganz schnell eigentlich. Wenn man sich das mal hier anschaut. Wie ich hier einfach mal durchrase. Tütüt, hier kommt der Rasenmäher. Brumm, brumm, ein Viertakter. So, und weiter geht's hier. Jetzt ziehe ich aber hier wirklich gut durch. Eieieiei, wir werden ja irgendwie gefühlt immer schneller. Wow, 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 wow. Und haben wir noch überhaupt genug Steine? Ja, doch, das reicht, das reicht. Für den Boden auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Hä? Warum habe ich da gerade Schaden bekommen? Egal. Ach, wahrscheinlich, weil ich mich da irgendwie zugebaut habe. Keine Ahnung, fragt mich nicht, wieso. Ich kann auch mal was anderes probieren. Warte mal, wenn ich hier so rüber rase. Ach, das geht auch. Ist das geil. Also so mähe ich gerne Rasen. Gommel-Style. So, geschafft. Und weiter. Oh, warte. Und sprinten. Ist das geil. Und weiter. Jetzt habe ich das irgendwie verwurschtelt miteinander. Die Hälfte habe ich mal... Ach, ich habe keine Steine. Ach doch, ich habe doch noch welche. Was wollt... Ach, hat nur geleckt. Okay. Schnell hier weitermachen im Showgeschäft. Ach, das ging aber schneller als gedacht. LOL. Komm. So, die Löcher mal eben schnell hier stopfen. Das hier abreißen. Bam. Bam, bam, bam. Haha. Das Ganze nimmt hier Gestalt an. Sehr schön. So, machen wir die Wände auch noch gleich mit? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Schaffen wir das mit den Wänden jetzt noch ganz schnell? Ich glaube schon, nur hier hinten haben wir das irgendwie kacke. Oh Gott, hier kommen ja auch noch die Monster später rein. Haben wir Erde? Ja, wir haben Erde. Da machen wir das mal anders. Wir werden einfach mal so ganz dreist auf dieser Ebene hier von der Decke Erde machen. Auf dieser Höhe müssen wir überall Erde pflanzen, wo unsere Wand lang gehen soll. Und die... Okay, die soll aber hier enden, oder? Oder was meint ihr? Der Eingang ist dann aber nicht gerade symmetrisch, aber ich möchte das hier nicht auf jeden Fall nochmal in die Richtung verbreitern. Weil ich glaube, dann können auch schon welche hier klauen. Ne, okay, das bleibt erstmal so. Sehr schön.
Dann werden wir nun nämlich hier alles, wie schon gesagt, mit Erde ein wenig verkleiden. Damit der Sand da nicht mehr durchfällt. So, komm. Jetzt mal ganz schnell die abreißen. So. Aber wenn jetzt hier ein Creeper reinfallen würde, das wäre der Albtraum. So, okay. Das haben wir schon mal geschafft. Dann geht es hier weiter. Natürlich kommt hier auch wieder Erde durch. Aber das sollten wir schaffen. Denn hier kommt schon die Wand. Hier ist dann schon wieder Schicht im Schacht. So. Das sollte so klappen auf jeden Fall für den Anfang. Dann kann ich nämlich... Hier habe ich Sand. Ne, Sand habe ich hier gerade nicht. Dann lasse ich das nämlich auch erstmal so. Moment, das baue ich ab. Das kommt dahin. Oh, die Mücke! Die Mücke ist wieder da. Geh weg, geh weg, geh weg. Meine Güte. So. Der Sand bleibt da erstmal so. Ich verschönere das irgendwann anders. Das sind solche Kleinigkeiten, die kann man dann noch machen. Jetzt erstmal die groben Sachen fertig bekommen und den Stein noch schnell verbrauchen, damit wir wieder Platz haben im Inventar. So, das heißt, das mal schnell fertig machen. Und den Sand am besten auch mitnehmen. Genau. So, komm, 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 komm. Hier habe ich wohl noch was übersehen, das sollte aber kein Problem sein. Oh, mein Jetpack ist alle. Ach, verstehe, okay. Na, na, na. Und hier oben auch noch, hier. Zack. Sehr schön. Da kommt gleich nochmal Wasser durch, genau hier. Das schaffen wir aber auch, indem wir einfach hier sagen, Schicht im Schacht, Leute. Zack. Jetzt ist hier wirklich Schicht im Schacht. Sehr schön. Jetzt kann ich hier durchziehen. Und das auch nochmal schnell verwandeln. So, dann mache ich hier dicht. Hier auch. Und kann hier wieder durchbrettern. Sehr geil. So. Da haben wir das geschafft. Nächster Schritt wäre dann, Moment. Dass wir hier nochmal Fackeln aufstellen. So, zack, zack. Und hier drüben auch nochmal. Und nun müssen wir hier durchziehen, einfach nur durchhageln. Komm. Mit der Quantumhose, das dürfte doch machbar sein, oder? Oh, das geht, auch wenn nur schwierig. So, das haben wir schon mal geschafft. Das kann uns keiner mehr nehmen. Zack, und hier auch noch einer hin. Dann haben wir noch mehr? Nein, das war's schon, okay. Ah doch, ich hab noch ein paar. An nur noch 36. So, dann machen wir das schnell so. Und dann müssen wir auch schon wieder an den Ofen oben und ganz schnell den ganzen Stein hier durchheizen. Zum Glück haben wir ja jetzt eine Menge gewonnen aus den ganzen Sachen. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Schlafen gehen natürlich erstmal, bevor wir noch von... Upsala. Bevor wir noch von Monstern erschreckt werden. Und schon wieder gucke ich hier in mein Gehirn. Was ist denn das? Was ist denn das, Mann? Voll die Demütigung. Nur weil ihr jetzt alle seht, dass ich nichts im Hirn habe. Budumtsch! Das war kein Eigengeständnis. So. Kann man hier eigentlich durchfallen? Nein, kann man nicht. Okay. So, hier schnell alles für die Stein, für die Steinziegelproduktion vorbereiten. Und wir in den Keller schnell neuen Koppel holen. Und da hinten auch noch. So, und hier fällt man noch durch. Das müssen wir gleich mal beheben. Ach, hier kommt man nicht raus. Aber mit meinen Quantumschuhen geht das noch. Damit geht das noch. Gut, nächster Schritt. Am Ofen Steine nachfüllen. Bam, bam. Steine hier rausholen. So, sehr schön. Gut, wie mache ich dann mal weiter? Ich möchte auch auf jeden Fall noch eine Mobfalle bauen. Wo baue ich die denn später mal hin? Auch natürlich irgendwie einen Keller, würde ich vorschlagen. Ach, das wird noch ganz interessant, glaube ich. Das wird noch richtig lustig. So. Steine. Neue Steine da rein.
das geht ja rucki zucki hier. Gehe ich mal schnell in den Keller und verbrauche die Steine wieder. Bam, bam und zack. So. Das klappt auf jeden Fall. Und hier oben dann natürlich auch nochmal. Wir haben ja vom Spawn durch den Beacon-Block auch gerade ein bisschen Geschwindigkeit bekommen. Oder? Ja genau, wir haben hier... Das hält bis hier hinten an. Ach, ist das geil. Zack, zack. So, dann hier auch nochmal. Gut. Bam. Komme ich daran? Ich hoffe es doch mal. Und genau. Dann hier auch nochmal. Dann hier unten, damit man nicht durchfällt. So. Den Block darunter auch verzaubert. Uppala. Oh, das wollte ich nicht. Ach du Kacke, habe ich jetzt alles hier kaputt gemacht? Ich hoffe nicht. Wir schauen uns einfach mal an. Schalter. Zack. Schalter wieder hin. Flupp. Läuft. Ich habe gerade Braunpilz weggeworfen. So, schnell mal ein Stück essen. Und weiter geht. Oh, hier habe ich ja was richtig übersehen. Ich bin ja schon blind und hier auch. Meine Güte. Oh, aber jetzt gerade läuft das richtig hier. Das läuft richtig. So, hier nochmal. Na, perfekt, oder? Oh, was meint ihr? Na wunderbar, jetzt haben wir hier eine richtig geile Kellerfläche. Alles in einer Folge geschafft. Natürlich muss die Wand hier hinten auch nochmal ein kleines bisschen angeglichen werden. So, auf dieser Höhe wird es aufhören. Hier müssen wir nochmal wegen den Truhen den Durchgang lassen. Aber ansonsten muss ich das schnell nochmal ausbessern hier. So, hier drüben noch nicht. Aber hier sind noch Löcher irgendwo, oder? Genau. Kann ich da mich gleich besser mit dem Zauberstab durchrauschen? Achtung. Zack. Hier unten auch noch. Bam, 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 bam. So, das haben wir geschafft. Die Blöcke hier auch nochmal verwandeln. Moment, das mache ich anders. Das mache ich so. Wunderbar. Dann kann ich die Lücke hier auch nochmal schließen damit. Zack. Das Rohr kann da erstmal bleiben. Und das hier mache ich so. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal für die Decke ordentlich solcher Steine. Denn ich habe schon wieder keine mehr, oder? Ich habe hier noch Steine, daraus könnte ich welche machen. Mache ich auch einfach mal direkt. Puh, aber sonst brauche ich doch noch wirklich eine Menge. Oh, 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 habe ich gerade etwa oben. Ging das gegen der Marble bis nach oben? Bitte nicht. Nee, ein Glück. Ich dachte schon gerade, der Marble hier oben wäre auch irgendwie jetzt verzaubert. Dadurch, dass ich unten halt mit Rechtsklick das Marble verwandelt habe. Ich dachte schon, puh. Na, zum Glück nicht. So macht man das. Und mehr Steine habe ich auch schon wieder gar nicht. Aber ich habe ja schon wieder hier von oben welchen. So. Sehr schön. Und ich hoffe, das ist nicht zu schnell. Ist das... Ach, da kommt ja locker mit hier. Das ist ja gar kein Problem.
Lol, ey, lol. Wie wir es einfach mal hier alles auskleiden. What? Habe ich noch mehr Steine? Ja, noch 8 Stück. Okay. So, mehr habe ich auch nicht. Schnell dann nochmal nach oben. Habe ich hier noch irgendwo Cobblestone? Noch ein paar? Nein, nicht wirklich. Gut, dann gucke ich nochmal, ob ich oben welchen habe. Ich habe ja noch was im Inventar. Der muss auf jeden Fall nochmal hier mit rein. Das da rein, das da rein. Und eventuell reicht das dann auch noch. Oh, doch, das reicht natürlich. Weil ich ja wirklich die Steine, die ich in die Decke stecke, auch wieder rausbekomme. Nice. So, das heißt, einen Kobbelmangel werden wir nicht bekommen fürs Austauschen. So, hier einfach mal durchziehen. Hier auf dem weißen Kontrast kann man immer am besten erkennen, ob man da gerade irgendwie einen Stein verfehlt oder nicht. So, das ist schon wieder fertig. Ein wahrer Traum. Dann geht das wieder rein. Dann haben wir ja richtig hier gerade einen tollen Zyklus gefunden, mit dem man arbeiten kann. Runter. Und zack. Bam. Und weiter hier durchrasen. Gut, und hier natürlich auch noch. So, und da fehlen mir wieder mal Steine. Ich brauche einfach nur so viele Steine. Das ist so krank, aber zum Glück habe ich hier nicht mehr wie früher den Ofen mit Kohle, der hier die ganzen Steine durchheizen muss. Zum Glück gibt es dafür schon die Erfindung vom Induction Furnace. Ich glaube, ohne den, oh, da würde ich richtig blöd dastehen, weil die ganzen Steine hier durchzubrennen, das dauert einfach mal Ewigkeiten. Also wenn ich sage Ewigkeiten, dann meine ich Ewigkeiten. So, und ich muss mal eben manuell hier die ganzen Löcher stopfen, weil es sonst auch eine Verschwendung ist, wenn ich da rüberziehe und einfach mal die Steine, die eh später bedeckt sind, verwandelt werden. So. Das hier meine ich, solche Lücken. Da würde ich da oben die Steine verwandeln, die Erdblöcke, obwohl ich die ja eh nie wieder sehen werde. So. Ein wenig konzentrieren, damit hier nichts daneben geht. Aber es klappt anscheinend ganz gut. So, hier hat man nochmal so eine Lücke. Hier auch. So. Und hier auch nochmal. So, und schnell wieder nach oben. Und mein Rent of Equal Trade geht auch bald wieder kaputt. Aber der hat verdammt lange durchgehalten. Muss ich schon wirklich sagen. Ach ja, Ofen, schnell hier ran. So, der Stack kommt da raus. Der kommt rein ins Inventar. Dann kommt... Hey, ich brauche mal wieder Kobbel. Ich dachte, wo bleibt mein Kobbel? Hallo? Verarsche. Erstmal hier was essen, komm. Erstmal richtig gönnen, meine Freunde. So richtig, ihr wisst doch, wie es läuft. Damit ich wieder sprinten kann. So. Wo kann ich mir mal was reinlegen? Hier. Packe ich den Kies da rein, die Erde packe ich da rein. Das, das, das. Alles, was ich gerade nicht brauche, kommt da rein, so. Gut, dann wieder in den Keller. Hier habe ich... Hier war doch was, genau. Der noch umtaucht. Egal, mache ich später nochmal. Ich möchte, dass wir hier mit der Decke noch fertig bekommen. So einigermaßen auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Die alle mal verwandeln. Bam. So, sehr schön. Hier muss nochmal Handarbeit angelegt werden. Hier hinten habe ich das nicht gesehen, weil hier die Beleuchtung fehlt. Das kann man aber auch ändern. Braunpilz, hau ab aus dem Inventar. So.
Schnell, schnell, schneller, alles umtauschen. Schnell, schnell, schneller, alles umtauschen. Ja, das macht Spaß, ich kann euch verstehen. Ja, das macht Spaß, ich kann euch verstehen. Aber es muss gemacht werden. Dab, dab, da, dab, dab. Bam. So, und der Block ist hier falsch. Bam. Sehr schön. Gut, hier vorne habe ich in der Mitte, glaube ich, noch relativ viel vergessen. Ich habe schon wieder etwas Kobbel, aber auch nicht Unmengen. Das schaut, warte mal, können wir hier mal wieder Juju-Meter nachstopfen? Oh ja. Oh ja, da kann man wieder eine Scrapbox hinterher. Nicht Juju-Meter, aber eine Scrapbox. So, und wieder nach oben. An mein Induction Furnace. Steine rausholen. Das da rein. So, und ich meine, ich habe noch hier irgendwo in den Truhen Kobbel liegen. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Ein wenig, eine kleine Spende für die Armen. Oder habe ich hier noch Stein rumliegen? Ich meine, irgendwas von beiden hatte ich hier auf jeden Fall noch. Da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Wenn ich das jetzt nicht finde, ist es mir auch egal. Ja, ich sehe da gerade nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel Brauchbares. Hier habe ich 8 Steine, aber das ist ja lächerlich. Lächerlich. So, dann gehe ich lieber in den Keller und mach. Ich brauche auch gar nicht mehr viel, habe ich das Gefühl. Hier noch ein paar Flächen. Und vielleicht reicht das ja auch mittlerweile schon. So, dann hier nochmal. Hier hinten in den Ecken. Und dann kommen wir wirklich dem Ende richtig schnell nahe. Ein Traum. Überall diese kleinen Steinflecken. Die kann man kaum erkennen. So, dafür brauche ich wieder... Okay, ich habe wieder etwas Stein. Schnell nach oben. Neung. Der da rein. Der andere kommt wieder mit in den Keller. Und ich hoffe, dass das einfach mal reicht. Bitte, reich, reich, reich. Da war doch was. Hier war noch eine offene Fläche. Hier auch. Sonst noch irgendwo... Oh, haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Es scheint so. Wir haben den Keller in der Folge hier so richtig ein Stück weitergebracht. Er ist noch nicht fertig. Ich wollte erst fertig sagen, aber er ist ja noch nicht fertig. Aber wir haben eine Menge Platz geschaffen. Eine Menge, Menge. Also das hier in einer Folge ist schon wirklich verdammt cool eigentlich. Wenn man mal überlegt, alles Handarbeit hier. Wow. Also wenn es euch ein merklich wert ist, würde mich das auf jeden Fall sehr freuen. Und dann wäre es das für die Folge. Wir machen genau an dieser Stelle hier im Bett in der nächsten Folge weiter. Haut rein und tschö mit Ö.